2.500 Höhenmeter. Sehr, sehr geil. Sandspalten. Ich bin jetzt kurz vom Eisgrat da oben. Ja, das Skigebiet eröffnet gleich. Dann werde ich hier wahrscheinlich halt über den Haufen gefahren. Ja, mal schauen. Es ist ziemlich viel Triebschnee eingeblasen. Mal schauen, wer noch unterwegs ist. Mal schauen, wie die Verhältnisse am Ende aussehen. Lasst euch mal überraschen. Vorne seht ihr das Tagesziel, das Zuckerhütl. Jetzt fahren wir hier ab. Also, let's go. Läuft super. Hier sieht man jetzt den Pfaffengrat, 2919 Meter. Und da fahren wir jetzt so safe wie möglich runter. Das schaut doch mal ziemlich gut aus, oder? Was sagt ihr dazu? Da hinten sehen wir jetzt gut den Weg. Da sind wir abgefahren, da unten haben wir aufgefällt. Und jetzt steigen wir hier auf ein paar Spitzkernen. Ich glaube, ihr seht da oben, was da abgeht, oder? Das ist schon gewaltig. Schneeverfrachtung müssen wir gleich mal beachten. Wir kommen auf den Sulzenaufhörner. Normalerweise hochspaltig, aber alles verblasen, alles zu. Jetzt queren wir hier gleich die Nordflanke. Schaut mal da hinten im Blick. Ein Traum, oder? So, jetzt seht ihr da vorne rechts unser Tagesziel, das Zuckerhütl. Und links davon den wilden Pfaff. Hier vorne sieht man zwei, die gehen ganz sicher die Nordwand. Also sprich, so leichte Eiskletter-Tour mit Ski oder ohne, sehr, sehr reizend. Einfach nur geil der Tag. Hier ist natürlich jetzt lawinentechnisch ungefährlich, weil man einfach sehr, sehr weitläufiges Gebiet hat. So, jetzt die letzten Höhenmeter zum Skidepot.
Kletterei. Wir sind jetzt hier auf ca. 300 Meter. Links geht die Spur zum wilden Pfaff weg. Wichtig ist, dass man nicht so sehr an der Nordseite vom Zuckerhügel entlang geht, falls nicht gespurt ist. Normalerweise hat es da relativ große Randspalten längs gezogen. Also deswegen geht man diesen klassischen Bogen um diese Spalten rum. Sieht man natürlich jetzt im Winter schlecht. Aber einen Bogen solltet ihr wirklich in Kauf nehmen. Es sei denn, ihr geht natürlich um die Nordwand. 50 Höhenmeter, dann sind wir am Skidepot. So, wir sind aktuell auf 3430 Meter. Das ist jetzt hier der Weg zum Gipfel. Genau.
sehr, sehr geil. Wir verlassen jetzt das Zuckerhütl, klettern wieder runter und schauen wir mal, ob wir hinten was abgeben. Mal schauen, ihr werdet sehen. Entschieden, den wilden Pfaff nicht mehr zu machen. Aus dem einfachen Grund, das Wetter zieht etwas zu. Es ist 2:15, es ist jetzt noch nicht spät, aber wir sind definitiv, wenn wir jetzt hochgehen würden, die letzten Dreier und so weiter, ist mir das heute nochmal zu heftig, auch wenn es schön gewesen wäre. Und normalerweise es hätte safe geklappt, aber ich lasse ihn heute. Die drei seht. Man kann noch über den Sulzenau ferner abfahren, über die Sulzenau Hütte nach Grava. Allerdings ist es ja je nach Verhältnissen vom Gletscher her kritisch zu betrachten. Zurück am Pfaffenjoch. Jetzt fahren wir den Pfaffen ferner. Also wir sind jetzt wieder hier am Ausgangspunkt. Ich habe die Pelle mal in die Kleidung gemacht, dass sie schön warm sind. Ich habe entschieden, dass ich jetzt alles zu Fuß noch hochgehe, weil by fair means alles zu Fuß bedeutet für mich auch den Aufstieg bis zur Abfahrt jetzt zu machen. Also wenn schon, denn schon. Das muss heute sein. Höhenmeter machen wir mit meiner Lieblingsmusik. Wir beide haben es geschafft. Da hinten sieht man noch das Zuckerhütl im Hintergrund. Ich werde jetzt über das Skigebiet abfahren. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat, das Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen nach oben. Für die Leute, die sich jetzt vielleicht fragen, ja, warum fährt er nicht über den Sulzenau ferner ab? Alleine fahre ich da nicht ab, weil er sehr spaltig ist. Das wäre natürlich auch im Aufstieg deutlich weniger Höhenmeter gewesen. Kalkuliert, dass heute viel los sein wird und dann kann man sich eventuell mal hinter die Leute klemmen. Also es ist alles machbar. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!